Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder ein Let's Show, da das letzte Let's Show übelst krank angekommen ist. Also, ja, danke dafür. Heute stelle ich euch einen IKEA vor, den auch ich selbst gebaut habe. Ich weiß, es gibt ziemlich viele fertige IKEAs auf so Minecraft-Seiten. Da ich aber irgendwie immer zu blöd war, die mir runterzuladen, habe ich mir jetzt selber eingebaut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ihr seht, hier ist auch kein Parkplatz oder sowas. Also hier ist auf jeden Fall der Eingang, ne? Dann gehen wir hier mal rein. Hier vorne steht so ein IKEA-Mitarbeiter, passt so ein bisschen auf. Einkaufswagen. Hier ist schon mal so eine kleine Ecke, die man sich schon mal angucken kann. Das ist ja manchmal so. Hier kann man sich kostenlos Wasser abholen, jedoch fehlen da Becher. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Und dann geht es hier hoch zur Möbelausstellung. Und hier sind wir auch in den Badezimmern angelangt, beziehungsweise im Badezimmer. Und hier haben wir eine Badewanne, da können wir uns tatsächlich auch reinsetzen. Das ist ziemlich toll. Allerdings können wir da kein Wasser reinfüllen, weil wir da unter keine Wasserquelle haben. Hier haben wir noch eine Toilette und das ist immer noch mein absolutes Lieblingshighlight. Ja. Ich sag dazu mal nichts. Wir können auch noch spülen. Ja, ziemlich toll. Hier, Okay, gut. Hinterfrage ich nicht. Hier haben wir so eine kleine Ablagefläche mit Zahnbürsten, Taschentüchern, ein Waschbecken, einen tollen Spiegel. Oh, wer ist das denn? Ja, auch hier könnte man Wasser theoretisch reinfüllen, wenn da unter eine Wasserquelle ist. So, hier haben wir eine Sandkiste mit so einer kleinen Sandburg und einem kleinen Jungen, der hier in der Sandkiste spielt. Hier ist so ein kleiner Gartentisch mit so Gartenstühlen und hier noch jemand, der im Whirlpool badet. So, dann haben wir hier eine Art Wohnzimmer. Und zwar haben wir hier einen Fernseher, Keksglas, ja, eine Couch, die man sich auch beliebig einfärben kann. Übrigens bei der Mod, wie gesagt, alle Mods sind wieder in der Beschreibung verlinkt. Und hier haben wir einfach so eine Kiste, so eine coole Uhr, Nachtschränke, ein modernes Doppelbett. Man kann nur nachts schlafen. Und hier kann man auch noch die Vorhänge... ja, kann man hier halt die Vorhänge so aufmachen. Und ja, auch hier so ein bisschen Kisten. Da sind halt alle verschiedenen Farben drin. So, hier haben wir so einen schönen weißen Nachtschrank, mit dem man nicht interagieren kann, was ziemlich schade ist, finde ich. Die Betten hier sind so schön gestreift. Auch hier haben wir so einen Vorhang. Den habe ich mit Absicht da draußen hingestellt. Hier steht so ein kleiner Junge. Und hier haben wir so eine fertige Fernsehanlage. Also mit Kakteen und Büchern. Und da unten sehen wir noch eine Art Playstation. Oder es könnte auch so ein DVD-Rekorder sein. Da unten DVDs und halt der Fernseher. Ein Sofa, ein kleines Fertigsofa. Ja, hier steht ein Polizist, der hier halt immer aufpasst. Hier haben wir tolle Küchen in x-beliebigen Farben. Also es gibt wirklich alle Tonfarben, die es in Minecraft gibt. Kann man hier auch diese Küche mitmachen. Kühlschrank. Mixer. Waschmaschine. Toaster. Waschbecken. Alles mögliche. Schränke. Kekse. Geschirrspüler. Mikrowellen. Ja, und hier halt solche kleinen Barhocker. Finde ich auch ziemlich cool. Ja, dann haben wir hier vorne, haben wir so eine kleine Tafel, wenn man das so nennen kann. Hier sind ziemlich viele Leute, die hier was zu essen wollen. Die Monster kriegen irgendwie nichts. Ist halt so ein kleiner moderner Tisch mit modernen Stühlen. Kühlschränke mal wieder, diesmal von der anderen Mod, von der DecoCraft Mod. Hier eine Küche mit der DecoCraft Mod, das sind wir übrigens Mr. Crayfish. Ja, auch hier haben wir Toaster, so Waschbecken und so. Sogar funktionsfähig. Mikrowellen, die ein bisschen groß sind, aber gut.
so ein Bierzapfhahn, auch hier so Mixer und solche kleinen Zerstampfer und sowas. Also gibt es auf jeden Fall ordentlich was. Hier mal ein Esszimmer. Pinker Schrank, so pinke Stühle, pinker Tisch. Ja, dann gibt es hier auch noch solche Restauranttische. Und halt hier auch solche Tischsets. Ja, und dann gibt es das auch in verschiedenen Tischdecken. Und die kann man halt, glaube ich, auch beliebig groß machen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ah, ne, doch nicht. Das sind alles so kleine einzelne Tische. Ja, dann kann man sich jetzt entscheiden, geht man erst hoch und dann runter. Das machen wir einfach mal. Hier oben haben wir das zweite Obergeschoss. Und hier haben wir das Moorland und das Restaurant. Hier so kleine Spins, wo man also Sachen aufbewahren kann. Hier geht's ins Moorland. Hier vorne arbeiten zwei, haben hier so Computer stehen. Ja, genau. Hier es soll halt so eine Art Mikrofon sein. Ich habe da nichts anderes für gefunden. Hier jede Menge Kuscheltiere, Spielzeugtruhen, wo man leider nicht reingucken kann, aber da drin kann man trotzdem was verstauen. Sehe ich praktisch eigentlich. Basketballkorb. Komischerweise sind hier keine Kinder. Das ist scheinbar nicht so beliebt hier. Ich weiß nicht, was hier mal vorgefallen ist. Ja, hier vorne geht's dann ins Restaurant. Hier kann man halt auch noch spenden. Für irgendwas. Und dann geht's hier so rein. So, hier kann man sich halt selber bedienen. Zumindest was so Obst und Gemüse angeht, ja. Tomaten, Kartoffeln. Und ich glaube, das sollen eher die Zwiebeln sein, das die Kartoffeln, keine Ahnung. Karotten, rote Beete, Birnen. Bananen, Äpfel. Ist aber auch gut besucht hier, muss man mal so sagen. Und hier ist halt noch so eine kleine Küche. Da sind die Köche halt drin, haben ziemlich wenig Platz, aber können hier trotzdem was Tolles anstellen. Ja, und hier gibt es dann noch so Muscheln und diese Hummer. Und hier vorne ist dann die Raucherlounge. Und dann kann man sich da einfach aufs Sofa setzen und hier so ein bisschen kurz sich ausruhen. Oder dementsprechend auch rauchen, was weiß ich. Dann geht's hier weiter. Hier links haben wir noch ein Badezimmer. Diesmal nur mit Deco-Craft-Sachen. Da duscht sich gerade jemand, okay. Dann will ich mal nicht stören, aber das sollte man trotzdem ausmachen, weil das ist ja, ne, ist ja alles Wasser. Sind ja alles Wasserkosten, ne? Kleiner. So. Ja, da oben haben wir noch so ein kleines Regal mit Zahnbürsten drauf. Solche Toilettenschilder. Und jetzt haben wir hier Fernseher. Wii. Eine Kamera, PC, Monitor, Laptop, noch einen Computer. Also die gibt es auch wirklich in allen Farben. Ja, hier gibt es so zwei Monitore und hier gibt es noch so einen rechten und da halt so einen linken. Und auch wieder ein weiterer Computer. Hier haben wir so ein Steuerrad, so ein Anker, falls man irgendwas für Schiffe machen möchte oder so. Ein Piano oder auch ein Klavier, ich kenne mich damit nicht aus. Eine Harfe, Schlagzeug. Ja, drauf spielen können wir leider nicht, aber egal. So, hier haben wir noch einen Billardtisch, den kennt man auch noch aus dem letzten Let's Show. Ja, hier solche Trophäen und Köpfe, die man sich so an die Wand hängen kann. Mir fehlt dafür gerade der Name. Falls ihn niemand weiß, schreibt es in die Kommentare. So ein Boxsack, den kennt man auch noch vom letzten. So ein Bild, eine Staffelei quasi. Und hier kann man auch noch einmal mit dem Bogen drauf schießen. Eigentlich ziemlich witzig. Ja. Dann geht's jetzt noch ins Erdgeschoss. Denn da gibt's auch noch tolle Sachen. So, einmal runter. Hier rechts wird's jetzt zu den Kassen gehen und hier links geht's halt noch zu einer weiteren Möbelausstellung quasi. Hier ist so eine Straßensperrung, Mülleimer, so ein kleines Haus, Briefkasten, die tatsächlich auch funktionsfähig sind. Also da kann man auch mit Paketen was schicken und so klingeln. So kleine Hecken, da kann man auch nicht rüberspringen. Das ist ziemlich praktisch. Und hier gibt es halt auch noch so eine Vogeltrinke und diese Schranke. Die kennt man auch noch aus dem letzten Let's Show Video. Ja, hier kann man die halt nicht aufmachen, weil die Decke im Weg ist. Dann gibt es hier noch so einen Steinweg. Getränkeboxen. Hier gibt es noch so einen Grill, Liegestuhl und dieser Weihnachtsbaum ist einfach genial. Da kann man nämlich alles reinhängen, was man will. Man kann da
Kühlschrank reinhängen oder eine Lampe. Geht alles. Alles ist möglich. Ja, wer es mag. Ich würde ihn mir jetzt nicht unbedingt in mein Haus stellen, aber egal. So, hier gibt es so einen Mülleimer. Das ist auch ziemlich toll. Wir nehmen da einfach mal ein Sofa hier. Tun das da rein, drücken auf Empty und dann ist das auch für immer weg. So, hier so ein modernes TV-Board. Radio, Fernseher, Keksglas, solche Schränke, Deckenventilatoren, die kann man auch an- und ausmachen. Finde ich auch ziemlich cool. Und hier wieder diese Sofas und die kann man wirklich einfärben, wie man will. Und halt auch so ein Teppich. Hier ist wieder das fertige Ding von oben, allerdings hier in komplett weiß. Ich glaube, oben hat das eine andere Farbe, ich weiß es nicht. Genau, und hier gibt es halt auch in verschiedenen Farben. Ja, so ein kleiner Couchtisch, auch wieder so ein Sofa hier. Die kann man sich nicht einfärben. Das sind solche fertigen Dinger und die muss man dann halt selber irgendwie zusammensetzen. Solche kleinen Stehlampen gibt es ja auch noch. Und hier haben wir wieder so ein Fertigsofa. Das sieht man hier, das ist einfach komplett fertig. Wieder so ein Couchtisch und hier das Ganze in Fichten. Und auch hier solche kleinen Tischlampen. Hier interessiert sich gerade ein Opa scheinbar für die Lavalampen. Und hier gibt es so kleine Nachtlichter. Den hier kann man an- und ausmachen, das sieht man rechts ganz leicht. Mit denen hier passiert irgendwie nichts. Hier haben wir so auch so Schreibtischlampen, Tischlampen, noch mehr Tischlampen, Stehlampen und solche Lampions. Obwohl, man, so kann man sie eigentlich nicht nennen, die haben noch einen anderen Namen, keine Ahnung. Hier vorne sehen wir nochmal Schilder. Hinter den Kassen geht es ins zweite Obergeschoss, sowie zu einer weiteren Möbelausstellung. Das steht hier übrigens auch nochmal dran. Da sitzt ein kleiner Junge, der hat ein Brathähnchen aus dem Restaurant mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind die verschiedensten Kassen. Kasse 2, Kasse 4, Kasse 3 und Kasse 1. Und hier rechts geht es dann noch zu der nächsten Möbelausstellung. Und es gibt hier solche Kirchensachen und so. Und ja, solche kleinen Bürotische mit so einem Telefon und Papierstapel. Ja, wieder diese Computer hier. Also es gibt wirklich jede Menge. Die hier kennt man auch noch aus dem letzten Let's Show. Diesen Stuhl, diesen Glastisch, diesen Wasserspender und die Stühle. Die hatte ich nämlich bei meiner Arztpraxis im letzten Let's Show benutzt. Und hier gibt es Festdekoration. Hier so weihnachtliche Sachen, Geschenke, Adventskränze, solche kleinen Krippen. Sehr, sehr süß. Nikolausstiefel, die man so an die Wand hängen kann. Tannenbäume, noch mehr Geschenke und noch mehr Geschenke und halt so eine Schneekugel, die ist auch ganz süß. Dann hier so eine Halloween-Schädelkerze, Süßigkeiten, alles für Halloween, da unten auch. Hier mit so, mit so Bildern und so Kerzen und halt all dem. Kürbisse, noch mehr Kürbisse und so ein Gebräu von dieser Hexe hier. Dann hier vorne gibt es noch Uhren, die alle eine verschiedene Zeit anzeigen. Stühle, an denen schon rangenagt wurde. Also auf den hier würde ich mich eher ungern setzen, weil der sieht nicht so bequem aus. Und ja, auch die gibt es halt wieder in allen möglichen Farben und Formen. Und das wäre eigentlich dieser IKEA. Man geht halt hier raus und das war's dann. So sieht das ganze Ding halt einfach nur aus. Einfach nur ein riesiger Klotz. Ne, hier vorne übrigens die, ne, die da am Fenster standen. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Lust auf weitere Let's Shows habt, dann schreibt mir gerne Sachen in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auch die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.